Jo, hallo Leute, hier ist er wieder, euer Table Tennis Gamer. Weiter hier bei Isaac. Ja, herzlich willkommen, eine Runde Isaac wollen wir wieder zocken. Und, ja, ich würde sagen, wir machen mal mit Kane wieder. Der hat ja ganz viel Glück bei Pillen und alles. Da, oh, Mikrofon gehijackt. Ey, ich hab mich beim Hitten verkabelt. So. Ja, sollten wir ja eigentlich relativ locker hinkriegen mit dem. Hoffe ich zumindest, dass man das relativ locker mit dem hinkriegt. Will ich jetzt nicht drauf schwören, aber wollen wir mal hoffen, dass wir das letzte Polaroid-Teil, ich glaube gestern hat auch einer drunter geschrieben, habe ich Polyphemus gesagt. Yay, Harlequin Baby! Das ist so geil. Wenn ich jetzt noch die Sister Maggie finde, dann erfüllt sich ein Lebenstraum. So, komm schon, bam und zack. So. Ja, Leute, was ist los bei mir? Wie geht's euch vor allem? Hä? Wie geht's euch? Ist der Schultag scheiße gewesen? Ich habe nur 4 Stunden gehabt. Ich sag ja, im Moment ist echt gut, aber ich habe immer nur nach Plan auf 4 Stunden Mittwochs. Ich habe Deutsch wiederbekommen. Meine Deutschklausur über Tauben im Gras war eine 3+. Ganz in Ordnung. Mündlich stehe ich 2. So Minute. Läuft in Deutsch. Aber was die da erwartet hat, ne? Teilweise. Das war echt, also wir kriegen ja immer so einen Erwartungshorizont. Das ist, also meiner Meinung nach teilweise echt lächerlich, was die da erwartet hat. Aber okay, ich möchte nicht großartig meckern. Eine 3+, damit bin ich vollkommen zufrieden. Gab einige 5en und so weiter und so fort. Das ist auch alles dabei gewesen, deswegen bin ich da schon echt, ja, ich bin echt zufrieden mit meiner 3+, und solange das hinterher im Abi kein Defizit wird, ist das auch in Ordnung. Ich habe gar nicht so hohe Ansprüche fürs Abi, wenn ich ehrlich bin. Ich will es einfach schaffen. Für Physik braucht man keinen NC. Also ich werde wahrscheinlich Physik studieren. Ganz sicher ist das noch nicht, aber wahrscheinlich. Und falls ich dann Physik studieren sollte, also sagen wir mal, wenn mein Abi zu schlecht ist für alles andere, gehe ich auf jeden Fall Physik studieren. Und ja, dann mal gucken, was dabei rauskommt. Aber ich möchte es eigentlich einfach nur schaffen. Der Schnitt ist mir da nicht ganz so wichtig. Weil hinterher interessiert das eh keinen mehr, was du im Abi gehabt hast. Da hast du dann dein Bachelor, dein Master gemacht und sonst irgendwas. Und da interessiert man sich dann für. Und da ist es egal, was du im Abi hast. Und in der Uni habe ich, denke ich mal, dann wieder richtig Ehrgeiz. Da geht es dann richtig ab, Mann. Ja, ich freue mich sehr auf die Uni. Also da bin ich schon sehr gespannt. War ja schon mal ein halbes Jahr da. Habe ja meinen Optikschein schon gemacht. Na okay, war jetzt mit einer 4 bestanden. Ist jetzt nicht Optimum, aber war auch vor 2 Jahren, da wo ich die mathematischen Grundlagen so gut wie noch gar nicht hatte. Deswegen, ich bin zufrieden. Ja, wie läuft's bei euch in der Schule? Ja, ich frage immer jeden Tag mal, weil ich das echt interessant finde, was so Tag für Tag auch immer passiert. Ich erzähle euch ja auch immer, was bei mir los ist. Allerdings frage ich euch auch immer mal und ich lese es. Ne? Also im Grunde kann ich nicht immer alle Kommentare lesen, aber gerade bei Isaac, weil ich da ja auch relativ viele Fragen stelle, gucke ich, dass ich alles lese. Wäre auch Schwachsinn, wenn ich es nicht lesen würde und eine Frage stellen würde. Das wäre so wie, keine Ahnung, weiß ich gerade selber nicht. Auf jeden Fall wäre das wie irgendwie. Wie weiß ich auch nicht, aber wäre irgendwie. So, geh kaputt, du dummer Mann. Und Leute, ich habe ein Announcement zu machen, beziehungsweise, was heißt, Guppy's Tail. Ich nehme gerade auf. Hä? Was? Ja, da musste ich mal kurz Pause machen, also ich habe gerade mal einen kurzen Cut gemacht. Hat man wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass jetzt ein Cut war, auch weil ich das gerade gesagt habe. Nee, war jemand vom Tischtennis gefragt, ob ich Freitag Ersatz spielen kann, aber Freitag bin ich auf den Geburtstag eingeladen, da kann ich keinen Ersatz spielen. Nun gut, Leute, weiter ging's, ich weiß gar nicht, wo bin ich stehen geblieben. Ich glaube, ich bin da an dem Punkt stehen geblieben, dass ich ein Announcement machen wollte, ein unglaublich tolles, großes Announcement. Und zwar habe ich etwas verändert auf meinem Kanal. Was hat der TT verändert? Mögen sich jetzt viele Leute fragen. Ihr da draußen wahrscheinlich auch oder nicht. Weiß ich ja nicht. Ja, was habe ich verändert? Wenn ihr auf meine Kanalseite geht, dann solltet ihr sehen. Ich gebe euch jetzt nochmal die Chance. Wisst ihr, was ich meine? Denkt mal nach, ich habe keine Ahnung, ob man das merkt. Ich weiß auch gar nicht, wie oft ihr... Da würde mich ja interessieren, seid ihr oft auf meinem Kanal? Oder geht ihr immer über die Abo-Box, wenn da was drin ist? Schaut ihr am Tag immer mal auf dem Kanal vorbei? Ist da was Neues von der und der Serie vielleicht, die ich immer gucke? Würde mich ja interessieren, wie viele da überhaupt über den Kanal gehen? Oder ob da alles nur über die Abo-Box läuft bei euch? Ich selber muss sagen, ich gehe viel über die Abo-Box und gucke aber immer mal, also in der Woche gucke ich bei jedem Kanal, der mich, ja, das war ja ganz toll, der mich wirklich interessiert, gucke ich immer mal wieder vorbei, was da so los ist. Ja, was habe ich gemacht? Ganz einfach, Leute, ich habe das Autoplay ausgestellt. Yay!
Jo, ich habe Autoplay ausgemacht, seht ihr ja. Jetzt könnt ihr selber anklicken. Warum hat der TT das Autoplay ausgemacht? Ja, das wollte ich euch mal kurz irgendwie so erklären, beziehungsweise ich wollte euch darauf aufmerksam machen, dass es aus ist, falls ihr denkt so, boah, ne, beim TT gehe ich nicht auf dem Kanal das Autoplay an, ich hasse das, Ne, ganz einfach, ich habe einfach mal so überlegt, weil der ein oder andere immer mal wieder schreibt und sagt, das Autoplay ist blöd und das stört auf dem Kanal und so weiter und so fort. Und ich habe mir gedacht, ja, eigentlich stört es schon. Warum habe ich mir das gedacht? Weil ich ja auch immer selber auf meinen Kanal gehe, um zum Beispiel unten was in der empfohlenen Box zu ändern, da einen neuen Kanal reinzumachen. Zum Beispiel jetzt letztens habe ich Rocket Beans TV reingemacht. Einfach genial, die Jungs. Ja, kann ich gleich auch nochmal ein paar Worte zu verlieren. Aber ja, da habe ich das gemerkt, dann als ich die Designs geändert habe und generell gucke ich halt immer mal, so was los ist. Ja. Ist halt ein bisschen blöd, wenn man dann da Autoplay anhat und jedes Mal sich irgendwie da Dresdner Institute für Bildung oder so als Werbung dann da, also das fängt immer an, ich drücke dann immer Pause. Aber da habe ich mich halt so gefragt, das kann man eigentlich auch weglassen, ja, was bringt es? Also was hat es für einen Vorteil? Ein Vorteil hat Autoplay eigentlich heutzutage nicht mehr. Nicht mehr wirklich. Es bringt vielleicht ein paar mehr Views, aber was bringen einem die Views? Tote Views, okay. Leute, die einfach nur das Video gestoppt haben, ist die Frage, braucht man das? Ja. Weiß ich auch nicht, oder bin ich zu der Überzeugung gekommen, nö, braucht man eigentlich nicht. Und wenn jetzt einer von euch sagt, ja, aber TT, dadurch machst du doch mehr Geld. Ich glaube nicht, weil, soweit ich das in Erinnerung habe, ist es eben so, dass man für, das ist natürlich extrem scheiße, da die Puppe lasse ich liegen, auch wenn ich kein Space-Item habe, ich hasse die. Ich meine nämlich, für die Wiedergaben, die man auf der Seite, auf seinem Kanal selber hat, bekommt man, glaube ich, keine Werbeeinnahmen. Aber davon mal abgesehen, dass mir das auch eigentlich egal ist, ob ich da jetzt einen Cent für bekomme oder nicht. Ja, finde ich so einfach angenehmer und wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Lust auf Thumbnails und sowas habe, dann kann man das auch wunderschön sehen. Wenn er zum Beispiel jetzt bei Gronkh, Sarazar, Zombie und so weiter und so fort auf die Kanäle geht, die kein Autoplay drin haben, dann sieht man immer schön das Thumbnail und dann kann man da drauf drücken. Und das finde ich einfach, finde ich stylischer. Ja, deswegen ist bei mir jetzt Autoplay auch draußen. Wie findet ihr das, Leute? Würde mich auch mal interessieren, ob euch das schon immer genervt habt und ihr euch schon gefragt habt, wann macht der Idiot das endlich raus? Oder ob ihr euch gesagt habt, nö, hat mich eigentlich noch nie gestört. Was haltet ihr davon? Wie seht ihr das? Beim Gravel Pit ist es im Übrigen noch drin. Da wird es aber demnächst wahrscheinlich auch rausfliegen. Und ja, Gravel Pit bin ich... Oh, nice. Nice. Ich nehme es auch mit, Leute. Wir haben schon lange nicht mehr mit dem Book of Revelations gearbeitet. Vor allem erhöht sich da mal wieder die Chance, ein paar Mietklumpen zu bekommen. Deswegen, nehmen wir das doch mal mit. Nee, würde mich echt mal interessieren, wie ihr dazu so steht. Und ob ihr das gut findet, dass ich das rausgemacht habe. Ja dann, 33.000 Abonnenten haben wir auch. Guck mal, da kriegen wir direkt einen. Haben wir auch geknackt gestern. Auch mega geil. Ich habe mir mal wieder so ein, naja, ein wirkliches Special. Ja, war es ja eigentlich in dem Sinne gar nicht so. Ich habe eben die alten Aufnahmen gefunden, habe gedacht, komm, ja, so doch als Special eben. Kann man die auf jeden Fall nochmal zeigen. Hätte man jetzt natürlich auch eine eigene Serie draus machen können, so alte Aufnahmen oder so, habe ich auch überlegt. Und dann habe ich gedacht, ah Quatsch, dafür brauchen wir keine eigene Serie. Das gebe ich euch in einem Special, in einem 33.000er Special, einfach mal so mit auf den Weg. Und ja, ich hoffe, das war ganz cool, aber so nach den Bewertungen und Kommentaren scheint es euch ja gefallen zu haben. Vor allem die Aufnahme da mit meiner Schwester war schon ein bisschen, naja, ne? Aber was willst du machen? Was willst du machen? So, und jetzt kannst du mich auch mal automatchen. Nein, das wollte ich nicht. Aber egal, jetzt bist du tot. Ja, sehr aufmerksam von ihnen, dass sie auch gar kein Herz mehr da lassen. Aber dann kann ich mir jetzt noch das Soul Heart holen. Aus dem Shop. Nee. Ja, das war so mal mein Kanal-Announcement. Hätte man natürlich auch einen Vlog packen können, dann schön verpacken können. Dann hätte ich noch 8 Millionen mal so... Da irgendwelche Effekte reinschnibbeln können. Aber nö, da brauchen wir nicht im Vlog machen. Da können wir auch hier machen, finde ich. Ja, ansonsten, Rollentheorie habe ich immer noch nicht weitergelesen. Ich weiß, ich bin da faul, was das angeht. Aber ich kann euch sagen, dass ich im Moment an einem Sword Art Online Podcast bin. Also bin, was heißt, ne? Bin heißt ja, ich arbeite gerade daran. Beziehungsweise ich suche noch ein paar Informationen raus, die ich nochmal nachgucken wollte. Und dann wollte ich einfach mal so einen kleinen Podcast zu Sword Art Online machen und einfach mal so ein bisschen in die Geschichte einführen, ein bisschen Hintergrundwissen vielleicht auch mit einbringen, was man so gar nicht direkt mitkriegt in Sword Art Online, weil das vielleicht nur in den Light Novels irgendwie mal irgendwo steht. Und ja, was ich da halt so ein bisschen drüber weiß. Und die ein oder andere Stelle wollte ich mir auch nochmal genauer angucken, weil ich da teilweise ein paar Stellen wirklich recht interessant fand.
dann habe ich gedacht, komm, machst du einen Podcast draus. Oh ja, auch die einzelnen Personen wollte ich mir nochmal angucken. Hier Asuna, Kirito, Kayaba Akihiko und so weiter und so fort. Wollte ich mir nochmal ein paar raussuchen. Das wird, weiß ich nicht, morgen vielleicht kommen, je nachdem wie ich Zeit habe. Morgen habe ich auch Tischtennisspiel. Ne? Hat er ja gerade angerufen, Freitag und morgen. Aber morgen habe ich und Freitag kann ich nicht. Und ja, also da könnt ihr euch, wenn er drauf steht, könnt ihr euch, wow, da war aber jetzt ordentlich was drin, könnt ihr euch ja schon mal drauf freuen. Ich hoffe, das wird ganz gut. Ah, ich weiß es natürlich nicht. Und ja, auf die Idee hat mich eigentlich Rocket Beans TV gebracht und deswegen kann ich auch mal kurz ein paar Worte, ich will jetzt nicht zu viel darüber verlieren, sonst heißt es wieder, der TT redet nur über andere und macht Werbung. Ja, aber für die Jungs muss man echt Werbung machen. Das ist ja hier das Game One Crew ist das ja. Ich meine, die sind ja schon bei Game One echt gut dabei. Aber Rocket Beans gefällt mir richtig, richtig gut. Vor allem die Almost Dailies, da haben sie nämlich gestern haben sie über Animes gesprochen. Auch sehr interessant, aber sehr kurz. Also das heißt sehr kurz, das ging irgendwie auch eine Stunde. Aber der eine da, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der asiatische Mensch dabei in der Runde. Ich kenne mich da noch nicht so aus, weil ich habe Game One nie wirklich geguckt, muss ich ganz ehrlich als Sünde eingestehen. Aber Rocket Beans gucke ich jetzt. Nun gut, ja, der hat auch gesagt, hier, er hat noch gar nicht angefangen, immer zu sagen. Die haben am Ende auch kurz Sword Art Online angesprochen. Ja, der Asiate hat eher gesagt, so, ah, braucht man nicht unbedingt so gucken. Buddy hat aber gesagt, ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich finde es ja mega geil. Und sie haben halt auch gesagt, dass es abflacht hinterher. Ja, genau über diesen Abflach-Aspekt möchte ich auch mal reden, weil ich finde, es flacht gar nicht so wirklich ab. Natürlich ist es hinterher ein bisschen was anderes, aber da spreche ich lieber dann auch im Podcast drüber. Der Podcast, kann ich jetzt schon mal sagen, wird nur über Aincard hier, über das erste handeln. Also über die ersten 14 Folgen des Animes würde er handeln. Das Alpha im Online, da spreche ich noch nicht wirklich drüber dann, weil macht auch keinen Sinn, weil es einfach noch nicht komplett draußen ist. Na, die Folgen sind ja noch nicht komplett da zu Alpha im Online. Und ja. Ich finde nämlich gar nicht, eigentlich gar nicht, dass es so abflacht. Aber viele sagen, dass es abflacht. Natürlich flacht es vom Handlungsgehalt schon. Ja, ich fange schon wieder an, darüber zu reden, aber wollte ich gar nicht darüber reden. Schreibt mir einfach in die Kommentare, findet ihr, dass SAO abflacht? Und wenn ja, warum? Ja, schreibt mir einfach. Vielleicht kann ich das im Podcast irgendwie noch verwenden und bekommen, kann dann nochmal meine Meinung überdenken. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wenn er findet, dass es abflacht, warum es abflacht. Und, vielleicht aber, wenn ihr spoilert, am Anfang des Kommentars Spoiler hinschreiben, damit nicht andere irgendwie gespoilert werden. Das ist, denke ich, eine ganz nette Sache. So, ja, das wird auf jeden Fall noch kommen. Wann genau, weiß ich, wie gesagt, noch nicht. Muss ich erst aufnehmen und ein paar Informationen zu den Charakteren wollte ich noch raussuchen. Da ich ja jetzt auch nicht alles weiß, gerade hier die Asuna-Sache am Anfang, mit wo man ja im Anime praktisch gar nichts drüber erfährt, aber in der Light Novel eben relativ viel. Aber ich mach das im Podcast und fang dann an, darüber zu erzählen. Das ist so irrsinnig, Kevin. Es ist irrsinnig. Warum tust du das? Ich werde es jetzt... ich hätte erst den Steam-Sale mitnehmen sollen. Bin ich blöd. Hoffentlich kriege ich noch ein bisschen Geld. Da hätte ich das doch locker hingekriegt und hätte die nächsten auch billiger gehabt. Nun gut, das ist wieder TT-Logik irgendwie. Überschnellt, übereilt. Und ich vergesse, mein Buch immer einzusetzen. Oh, Zitrone. Na, das Geld. Also mit den Gold-Items haben wir es in diesem Run, glaube ich, ehrlich gesagt, echt nicht so. Das ist relativ wenig. Ja, relativ wenig. Ja, was haben wir? Gestern habt ihr ja ordentlich geschrieben, was hier die Erziehungssachen angeht. Fand ich auch sehr interessant. Aber der Großteil scheint ja gerade, was Frauenquote und so angeht, da ja in einem, ja, übereinzustimmen mit dem, was ich da so erzählt habe. Ist aber auch, ist ein echt interessantes Thema, finde ich. Also ich, ne, wie gesagt, Rollentheorie finde ich very, very interesting. Wow. So, haben wir mitgenommen. Habt ihr im Übrigen das neue, mal die Screenshots gesehen vom neuen Spiel von Edmund? Der hat den Frank ja schon vorgestellt und hat da irgendwie geschrieben, er hat ein Problem mit seinem Kopf und dann hängt der Kopf da so runter. Ey, ich bin echt mal gespannt, was die sich da wieder ausgedacht haben. Ein komplett neues Spiel mit Katzen? Und es soll ja nächstes Jahr, glaube ich, im Frühjahr kommen irgendwann. Also das wird schon, glaube ich, richtig nice, was Team Meat da wieder gebastelt hat, die beiden. Bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Wow, sauber. Ja, Leute, so arbeitet man dann. Ich muss mal das Mikro kurz hier ein bisschen, ja, so. So arbeitet man dann in einem sehr guten Isaac Run.
Man nimmt einfach alles mit, hat... Ach du Scheiß. Okay, so arbeitet man dann einmal nicht so gut in Isaac Run. Man geht einfach kaputt an Spinnen und lässt sich treffen, obwohl man gar nicht... Obwohl, das war echt unnötig. Der Treffer war echt unnötig. So, was haben wir hier? Geld und Schlüssel. Mein Gott, mit Geld werden wir... Ach du Scheiß. Mit Geld werden wir praktisch overschüttet. So, geschafft. Und was haben wir hier? Ne, das nehme ich bestimmt jetzt nicht mit. In meiner Lage können wir das vergessen, weil eigentlich sieht es echt relativ gut für uns aus, muss ich ganz ehrlich mal sagen. So, geh mal runter. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Uiuiui. Oh, 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 oh. Für die, die sich fragen, ey, wo bleibt denn Super Mario Galaxy? Kommt morgen wieder, habe ich eben aufgenommen. Kommt morgen wieder. Habe ich jetzt die letzten Tage nicht geschafft. Dadurch, dass ich Physik geschrieben habe, war ich da so ein bisschen gehemmt, weil ich von der Klausur mich immer, naja, gedanklich nicht immer wirklich auch so vorbereiten im Sinne von ich übe viel, sondern gedanklich eher wirklich darauf vorbereiten. Und ja, da habe ich dann nicht immer so den Kopf frei gehabt, da irgendwie aufzunehmen und habe dann Isaac immer aufgenommen und aber nicht irgendwie den Nerv gehabt noch, ach, das ist der Carrying Queen, das ist ja gar nicht der... Der andere, meine ich hier, der mit den Herzen, der ist nämlich wesentlich angenehmer. Ja, weil der hier ist echt, der hier ist echt, der ist echt ein Drecksstück, ist das. Das ist echt ein echtes Dreckskaliber. So, way! Milchtüte und Relic. Ja, okay, haben wir halt das Buch und Relic. Braucht man jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, Relic. Finde ich zumindest. Aber wird mit Sicherheit nicht ganz so unnütz sein. Könnte ich mir jetzt einfach mal vorstellen, dass das nicht ganz so unnütz sein wird. Way! Aua. Auf jeden Fall ist das, was ich hier gerade mache, sehr unnütz, würde ich mal behaupten. So. Einmal eine Bombe dahin. So. Einmal Geld einsacken. Und hä, wie viel Geld wir einfach kriegen. Wir könnten jetzt in den Shop gehen. Da gehen wir auch rein und da haben wir dann den größten Fucker auf Erden. Entschuldigung, dass ich das in dieser harten Sprache so äußere, aber es ist ganz einfach leider so, dass das für mich der größte Fucker auf Erden ist. Ja, jetzt haben wir noch mehr Geld. Da wollen wir doch mal hoffen, dass wir dann in den Tiefen 2 wenigstens ordentlich was auch kriegen im Shop. Und nicht wieder so ein... Ach du Scheiße. Das sind ja auch so welche, die ich, naja, nicht ganz so mag, muss ich sagen. Das meine ich jetzt auch wirklich ernst. Gibt es immer einen Lehrer bei uns, der sich nicht durchsetzen kann. Der droht dann immer und dann sagt er, das meine ich jetzt auch wirklich ernst. Um nochmal so zu unterstreichen, dass er gerade gedroht hat. Weil, also bei einem Menschen, der einem drohen kann, vor dem man Respekt hat, der braucht nicht nochmal sagen, dass er gerade gedroht hat oder gerade einem Angst machen wollte, sondern das wird so transportiert. Aber ich meine das jetzt auch wirklich ernst. Ich denke mir so, ja, natürlich meinst du das ernst, ne? Ist klar. Habe ich ja Respekt vor dir, wenn du jetzt da vorne stehst und sagst, ich meine das wirklich ernst. Glaube ich nämlich nicht. So, was los? Huhu, komm, geh tot, danke. Und was haben wir da? Oh, Ball of Steel. Ich glaube, ich vergesse echt sehr oft mein Book of Belial. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Aber meistens wollt ihr ja eh, dass ich das nicht so oft benutze. Ach, hör mal. Guck mal, da werden wir ja schon wieder zugeschüttet mit Geschenken hier. Ohne Ende. Erst gönnt man uns nichts in dem Spiel irgendwie, ne? Und dann gönnt man uns immer alles. Wunderbar. Ach, guck mal, da kommt der Relic auch noch vorbei und gibt mir ein Soul Heart. Ah, okay. Die Soul Hearts sind aber auch bitter nötig, wenn ich diese Räume hier schon wieder erblicke. Denn das sind ja immer diese prädestinierten, ich habe keinen Bock mehr Räume, sage ich mal. So, ja, und Goldtruhe, The Empress, das ist gut, denn das ist Damage Up, glaube ich, ja, das ist auf jeden Fall diese, es gibt ja auch Imperior ist ja das, wo, hatten wir das nicht eben? Was, ne, hatten wir das? Hatten wir nicht, die Karte. Das ist ja die, ja, die mich zum Boss bringt und Empress ist die, die mir ordentlich Damage reindrückt. So, ja, was könnte ich euch hier noch erzählen? Habe ich gerade, ich überlege gerade. Heute ist nämlich gar nicht so viel passiert. Ich habe gleich noch Schwimmen mit den kleinen Kindern wieder. Bald ist Weihnachten, Leute. Fällt mir gerade mal so beiläufig ein. Die Weihnachtssachen und so weiter und so fort. Man weiß es ja nie.
Oder was heißt, man weiß es nie. Bald kommt die Wii U, Leute. Ich freue mich sehr. Ah, genau. Das ist ein sehr interessantes Thema. Da habe ich eben mit dem Mavers kurz drüber gesprochen. Und zwar folgendes. Die Wii U. Ich freue mich sehr auf die Wii U. Von vielen wird die Wii U aufs Übelste kritisiert. Die sagen, das ist eine Scheiße. Das ist eine Scheiße. Ich hasse das. Und das würde mich jetzt mal interessieren. Warum sagen so viele irgendwie, die Wii U ist scheiße? Verstehe ich nicht. Das ist die erste Sache, die ich nicht verstehe. Weil ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber die Wii U hat durchaus Innovation. Diese Tablet-Sache ist auf jeden Fall eine Innovation. Dieses Stream-Dingen, dass man vom Fernsehen das auf das Tablet streamen kann und auf dem Tablet weiterzocken kann, ist auf jeden Fall auch eine innovative Sache. Die Technologie habe ich zumindest jetzt so noch nicht gesehen und schon mal gar nicht auf Spiele angewendet. Das verstehe ich nicht, warum da manche das so haten, anstatt es einfach so stehen zu lassen. Oder was daran jetzt so übermäßig schlecht sein soll. Ich würde es gerne verstehen, das ist ja das Problem. Ich möchte es verstehen, aber ich verstehe es nicht. Und eine andere Sache ist, warum... Ich habe das Gefühl, dass teils wirklich so eine etwas negativere Haltung gegenüber Nintendo besteht. Und da würde ich auch gerne verstehen, warum. Warum ist das so? Viele sagen zum Beispiel, die Wii wäre voll die Abzocke von Nintendo gewesen. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es echt nicht. Aber vielleicht ist bestimmt einer von euch dabei, der auch diese Meinung vertritt. Und deswegen fände ich das mal ganz interessant, wenn man mir mal in die Kommentare schreiben würde, warum ihr das glaubt. Oder warum ihr so denkt. Das würde mich mal interessieren. Das möchte ich wissen. Weil, ganz im Ernst, wenn ihr jetzt sagt, okay, die sind hingegangen beim DS zum Beispiel und haben da so eine Art DLCs gemacht, die was kosten, wie zum Beispiel verschiedene Maps für Super Mario Bros. 2. Ja, aber das ist doch nichts Verwerfliches. Das machen andere Anbieter doch genauso. Bei anderen muss man auch DLCs kaufen. Warum denn nicht? Der DLC, man muss es ja nicht kaufen, um das Spiel durchzuspielen, sage ich mal. Ja, um das normal durchzuspielen, braucht man das ja nicht. Und wenn man sich damit mehr beschäftigen möchte, und dann kann man das sich doch holen. Also ich sehe da kein Problem drin, vor allem, weil es andere ja genauso machen. Ja, deswegen, also an dem Punkt jetzt speziell, den könnte ich zum Beispiel nicht verstehen, wenn da jemand meckert, ja, die werden immer Kommerz und so und blablabla. Ah, ich habe versprochen, Brimstone mitzunehmen, Leute. Ja, ich wollte, also wenn er mich fragt, würde ich es nicht mitnehmen. Aber vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich gestern, war das gestern? Gestern in dem Part, glaube ich, noch gesagt habe, dass viele sich ja gewünscht haben, dass ich mal wieder mit Brimstone spiele. Und ich habe, irgendwann habe ich was anderes mitgenommen. Habe ich die Katze mitgenommen, das eine Mal? Ich habe auf jeden Fall irgendwas anderes mitgenommen, als ich eigentlich wollte. Ich habe irgendwas anderes mitgenommen und da war noch Brimstone. Und ich hatte dann gesagt, okay, beim nächsten Mal nehme ich auf jeden Fall Brimstone mit. Und deswegen habe ich jetzt Brimstone mitgenommen. Aber Moment, sauber. Sauber. Brimstone ist ein Segen, was diese Viecher angeht, merke ich gerade. Deswegen, erklärt mir das, Leute. Ich verstehe es nicht. Ich würde es gerne verstehen. Wo seht ihr zum Beispiel bei der Wii, also die Leute, die das behaupten, wo seht ihr da eine Abzocke? Ich sehe da einfach eine ganz normale Spielkonsole, wie eine PS3 oder auch eine Xbox. Ich sehe da gar keine große Abzocke drin. Null. Aber genauso verstehe ich das nie, warum Nintendo teilweise gehatet wird von wegen Kinderspiele und so. Das ist halt, Nintendo hat halt eine andere Zielgruppe. Aber ich finde, dass das nie alt wird. Also ich finde, wie gesagt, sonst würde ich es ja nicht spielen. Ich finde, die Spiele von Nintendo, die sind so ein bisschen im Sinne von Fantasie und so. Ja, Leute, die so, ne, so Jump'n'Runs mögen und so, die sind doch bei Nintendo genau richtig. Und warum sollen die das denn nicht spielen? Und warum soll das denn so schlecht sein? Nur weil die keine Hardcore-Shooter oder sowas darauf anbieten. Muss man doch auch gar nicht, oder? Deswegen, das ist immer so eine Sache, die habe ich nie verstanden, warum Nintendo dafür irgendwie so ein bisschen gehatet wird oder so. Oder warum manche das so stark kritisieren. Ich gehe ja auch nicht hin und sage, eine PS3 ist scheiße oder eine Xbox ist scheiße, nur weil ich das nicht spiele. Oder halt das Genre Shooter zum Beispiel nicht gut finde, beziehungsweise, was heißt nicht gut finde? Ich bin keiner, der sagt, durch Shooter entstehen die Amokläufer. Nein, gar nicht, überhaupt nicht, Leute. Das hat nichts miteinander zu tun, das ist eben diese Sache. Und so viele Amokläufer haben Brot gegessen. Ja, das ist genau das. Aber, was, ich nehme auf. Ja, dann wirst du weggebracht, ist mir doch egal. So und so viele Leute irgendwie essen Brot. Ja, da waren wir. Ja, die klopfen die heute. Die sehen die wieder, das Schild nicht. Ging mal ein paar Tage gut, aber dann ist wieder gar nichts. Ja, ich habe überhaupt nichts gegen den Shooter, ja?
sollt ihr spielen, wie ihr spielen wollt. Aber ich finde es halt nicht fair, dass dann teilweise die Leute hingehen und sagen, Nintendo ist was für Kleinkinder oder so. Da fühle ich mich persönlich schon ein bisschen angegriffen dann irgendwo. Weil ich mir denke, nein, für Kleinkinder ist das nichts. Das ist, natürlich hat Nintendo eine jüngere Grundzielgruppe. Da braucht man gar nicht drüber reden. Natürlich. Ja, also die Zielgruppe von Nintendo ist mit Sicherheit viel jünger als die Zielgruppe von einem Call of Duty. Von den Titeln her. Aber... Und? Das heißt ja nicht, dass ein Erwachsener das nicht auch noch spielen kann. Zumal ich finde, dass Nintendo wirklich viele Spiele hat, in denen man seine Fantasie wirklich, ja, ausleben kann, die mit reinbringen kann. Was zum Beispiel bei einem Shooter nicht so ist. Wo willst du da Fantasie anbringen? Da brauchst du schon gar keine Fantasie, um das Spiel zu erleben, weil das Spiel an sich schon so realitätstreu ist, sage ich mal, von der Grafik her. Und deswegen verstehe ich das nie und finde es schon teilweise irgendwie so ein bisschen, lasst es so einfach, ne? Also die Leute, die das haten oder so. Ist Nintendo ist da, das hat genauso eine Daseinsberechtigung wie eine PS-Dingens oder eine Xbox. Und man kann jetzt, man kann sagen, mir gefallen die Spiele, man kann sagen, mir gefallen die Spiele nicht. Genauso wie ich sage, mir gefällt das nicht, aber man sollte da jetzt nicht irgendwie so exzessiv hingehen und das so runter machen. Und schon mal gar nicht irgendwelche Leute deswegen diskriminieren, weil sie Nintendo spielen, was ich auch manchmal erlebe. Ja, finde ich nicht in Ordnung, finde ich Blödsinn, sollte nicht so sein, ist ziemlich intolerant. Und ja, wie steht ihr dazu? Und wie gesagt, sagt mir mal, wo ist die Wii eine Abzocke? Oder wo auch immer, wo macht Nintendo Abzocke? Ich habe auch einige gehört, die haben gesagt, ja, mit dem Ladegerät, das wäre voll die Abzocke. Ja, der 3DS XL war auch gerade für die Leute gedacht, die schon einen DS haben. Und da haben sie gesagt, okay, wir hauen den Preis ein bisschen runter, weil sie davon ausgehen, dass viele das Ladegerät eben schon haben. Und das ist doch vollkommen legitim. Wenn jetzt jemand da irgendwie den halt neu haben wollte, okay, dann hat er das Ladegerät bezahlt. Aber ist er jetzt auch nicht so schlimm, oder? Deswegen, das sind so Sachen, die ich eben nicht verstehe, wo ich sage, das macht jede Firma genauso. Auch Sony und Microsoft haben ihre Sachen, wo die ihr Geld dann mit verdienen und so weiter und so fort. Die Nintendo-Konsolen waren immer günstig und auch die Wii U ist meiner Ansicht nach günstig, ja. Da sehe ich gar kein Problem drin, das ist auch günstig für das, was die da verbaut haben. Ich habe ja sogar gehört, dass die Minus machen sollen. Ach guck mal, wir haben ja sogar den kompletten Meat Boy. Dass die Minus mit jeder Konsole machen sollen, hat ja der Ruben auch mal erzählt. Habe ich hinterher auch bei Game One gehört. Da habe ich mal eine Folge Game One geguckt, haha. Weil sie das eben durch die Spiele rein bekommen müssen, ja? Und das heißt, sie senken den Preis und gehen dann davon aus, dass sie das über die Spiele reinbekommen. Ist doch vollkommen nett, ist doch gut, oder meint er nicht? Deswegen, ich verstehe nicht, wo da im Vergleich zu anderen die Abzocke sein soll. Also wenn Nintendo abzockt, dann zocken die anderen genauso ab. Da ist dann, ist dasselbe, sage ich mal. Da sehe ich jetzt nicht so irgendwie den Unterschied. Deswegen, würde mich echt mal interessieren, auf welche Sachen sich diese Behauptungen und Thesen genau stützen. Damit ich vielleicht da mal meinen Horizont erweitern kann und das mal verstehen kann, warum so viele, weil ich habe immer das Gefühl, dass es so viele sind oder ich habe oft mit Leuten zu tun, beziehungsweise lese das oft. Würde mich echt mal interessieren, ich verstehe es nämlich nicht. Und wenn ich was nicht verstehe, will ich das verstehen, aber wenn mir da keiner erklärt, dann kann ich das auch nicht verstehen. Wenn ich da keinen Grund jetzt sehe, so zu denken. Wuhu. Und jetzt erstmal Isaac. Deswegen, ich freue mich mega auf die Wii U. Ich bin sehr gespannt. Was man auf jeden Fall sagen kann, finde ich, ist, dass Nintendo nachgelassen hat in Sachen Spielen. Also Mario Galaxy und so war noch wesentlich, war sehr, sehr geil. Viele feiern auch Skyward Sword. Ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich Skyward Sword nicht so wirklich feier. Habe nur ein gutes Geschmackssache. Aber ansonsten, finde ich, kam, ja, obwohl eigentlich kann man auch nicht sagen, kamen relativ wenig Spiele. Die neuen Zeldas, braucht man nicht drüber reden. Also Spirit Tracks, die DS-Zeldas waren, Entschuldigung, dass ich das so sage, die waren meiner Meinung nach echt nicht gut. Ja, da habe ich keins von zu Ende gespielt, weil es mir so auf den Nerv ging. Das war echt nicht gut. Aber, ja, und ich finde, sie sollten echt mal wieder eine neue Figur einführen. Sie sollten sich mal wieder trauen, eine neue Figur zu machen. Ansonsten ist Nintendo ja eigentlich immer ein Verein gewesen, der sich sehr viel getraut hat, die ja immer irgendwo neue Sachen gemacht haben. Deswegen sind die ja eigentlich recht gut im Trauen. Aber so generell von den Spielen finde ich schon auch, ja, okay, da kann man sagen, die haben schon irgendwie ein bisschen nachgelassen. Für N64 gab es wesentlich mehr geilere Sachen. Nintendo war auch nicht immer, so wie ich gehört und gelesen habe, in den geschäftlichen Sachen so gut. Haben ja auch viel Streit mit Sony gehabt und so weiter und so fort. Alles klar, okay,
gebe ich euch vollkommen recht, aber das sind Dinge auch teilweise der Vergangenheit. Das hat sich ja auch geändert, also die Politik von Nintendo, was Urheberrecht angeht, hat sich ein bisschen geändert. Die hatten ja früher ein Monopol, mal Nintendo. Wenn du in der Monopolstellung bist, dann bestimmst du den Markt, dann kannst du eh nochmal ganz andere Sachen machen. Aber ja, deswegen, oh, da habe ich jetzt gar nicht so schnell registriert. Ich bin mal gespannt, was ihr mir da schreibt, was da die Abzocke sein soll, falls irgendeiner von euch da irgendwie was weiß oder zumindest sogar weiß, warum. Das fände ich auch interessant, wenn die Leute, die Argumente der Leute, die sagen, dass wir Abzocke sind, kennen, aber dagegen argumentieren. Was spricht also dafür, dass es keine Abzocke ist, ja, dass das also nicht irgendwie im großen Stil oder so ist? Würde mich auch mal interessieren, wie gesagt, so einfach ein Meinungsaustausch. Wie gesagt, das finde ich immer sehr interessant, denn ich möchte meinen Horizont erweitern. Habe ich jetzt schon so oft gesagt, aber egal. So, komm, gib mal her jetzt. Uiuiui. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht schreiben, wenn euch die Kommentare da nicht ausreichen. Könnt ihr sehr gerne machen. Und ja, vielleicht komme ich dann diesem Rätsel mal weiter auf die Spur und kann das viel besser nachvollziehen als noch gerade eben. Ich weiß es nicht. So, und gleich scheinen wir hier den großen Isaac zu treffen, Leute. Nur ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber mit Brimstone komme ich ja eigentlich ganz gut zurecht, ne? Also ich würde sagen, da sehen wir bisher gar nicht so schlecht aus. Nur wo ist der Isaac? Ah, komm, das ist ein Raum, den braucht man echt nicht. Der ist unnötig. Oh. Bing! Yay! Sauber! Wie nice ist das denn bitte? Da haben wir ja nochmal übelst Glück gehabt hier. Sehr, sehr schön. Also mit anderen Worten nochmal, das möchte ich jetzt nochmal als kurzes Fazit formulieren. Ich bin absoluter Nintendo-Fanboy. Fanboy hört sich jetzt immer so, ja, ich heiße alles gut, was die machen, das auch nicht. Aber ich bin Nintendo-Fan und bleibe Nintendo auch weiterhin treu. Ich finde die Sachen, die sie machen, immer noch geil. Ich habe auch kein Problem damit, dass ein Mario immer noch nicht eine andere Story hat, weil ein Mario mit einer anderen Story wäre alles, wäre auf jeden Fall nicht schön, sondern einfach nur riesengroßer Quatsch. Dann wäre es kein Mario mehr, dann sollen sie direkt eine neue Figur machen. Und ja, deswegen, ich habe da gar kein Problem mit. Ich spiele die Marios gerne. Ich freue mich auf das Super Mario Bros. Wii U. Ich brauche nicht unbedingt jetzt hier die neue Erfindung des Jahres, was ein Mario angeht, und dazu sagen, die Story wäre scheiße, finde ich echt behindert, weil Mario ist ein Jump'n'Run, da gibt es keine Story in dem Sinne. Die Story ist einfach nur, um das in einen mehr oder weniger sinnvollen Rahmen einzuordnen, aber mit Story hat das jetzt nicht so wirklich viel zu tun, finde ich. So, du kannst aber mal gerade dahin gehen, würde ich mal behaupten. So. Komm her. Komm her, mein Freund. Ah, fu. Nein. Shitte. Oh, oh. Komm. So. Und was mir mal aufgefallen ist, ist, dass Shigeru Miyamoto ja so gut wie alles gemacht hat bei Nintendo. Also der hat ja wirklich, ich glaube, den haben sie aber auch unter Druck gesetzt. Die haben ihm, glaube ich, gesagt, irgendwie, du machst uns jetzt innerhalb von 2 Jahren oder einem Jahr irgendwie ein neues Spiel, was uns aus der Krise, die sie mal hatten, rausbringt. Ist natürlich nicht so schön, schöne Arbeitsbedingungen, aber er scheint was Geiles draus gemacht zu haben, oder beziehungsweise er hat was Geiles draus gemacht. Und ich glaube, dass er auch einen sehr, sehr großen Anteil an dem Erfolg von Nintendo hat. Nur der wird ja auch älter jetzt, ne? Ist ja auch nicht mehr der Jüngste. So, da haben wir es noch nicht geschafft, was? Ja doch, da haben wir es geschafft! Yay, Leute! Und jetzt sollten wir unser letztes Polaroid-Stück kriegen. Also, er guckt in sein Buch. Oder braucht man noch eins mehr? Guckt wieder in den Spiegel, sieht sich da mit verschiedenen Dämonenfratzen, ist böse, ist traurig. Wir haben bei Edmund Mac. Ja, Polaroid ist voll. Juhu! Jetzt können wir Polaroid immer nach der Mutter finden und dann auch mal wieder das Blue Baby klatschen. Sehr nice, Leute. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr schreibt mir zu den Fragen ordentlich was in die Kommentare, sodass ich die Seiten mal besser verstehen kann und wir alle können uns dann wieder ein Stück fortbilden. Ist wirklich sehr interessant, finde ich, Leute. Aber das möchte ich auch erreichen mit diesem Let's Play. Dass wir einen Meinungsaustausch haben, dass wir gegenseitig irgendwie so Argumente, Meinungen austauschen und so vielleicht ein Stück mehr an
rational vernünftiger Entscheidungskraft gewinnen. War jetzt sehr komisch gesagt. Was ich damit meine, ist einfach, dass wir uns alle bessere Urteile über Dinge bilden können. Und ja, man muss ja nicht alles immer alleine nachschlagen, da hat man vielleicht doch nicht immer die Zeit zu. Wenn jemand dann zusammengefasst ist in einem Kommentar schreibt, kann man das lesen, die Argumente und so weiter und so fort. Und ihr wisst, was ich meine. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!